Sneak Peek zum Weihnachtsupdate 2021 ist da und ich habe für euch alle Infos hier in dem Video. Und morgen gibt es nochmal ein Video mit allen Update-Infos, das heißt heute vom Sneak Peek, morgen alle Infos und Montag gibt es wie gewohnt den Livestream zum Update. Wird wieder so um die 13 Uhr sein, dann sind wir live. Genau, was gibt's Neues? Ihr seht ja auch schon das erste Bild und ihr denkt euch wahrscheinlich, was ist das überhaupt? Dann können wir mal direkt weitermachen, weil das wird so keiner erraten. Nämlich gibt es wieder eine neue Pflanze, wenn man das überhaupt Pflanze nennen kann. Und das sind diese Phasen von der Pflanze. Nämlich ist es einfach Lehm, beziehungsweise Ton. Also Lehm oder Ton kann man das eigentlich nennen. Freischaltbar bei Level 94. Dieses Update ist für viele im hohen Level und für Deko-Liebhaber. Das kann ich schon mal vorweg sagen. Also ja, Lehm hier ab Level 94 dauert eine Stunde. 50 Minuten ist halt eine Pflanze. Ein bisschen komisch, aber es ist eine Pflanze. Ja, und hier sehen wir nochmal den Lehmblock im Ganzen. Ja, und jetzt kommen wir zu etwas. Es gibt wieder eine neue Maschine. Und diese Maschine ist die erste Maschine, die, ja, die 1 Million kostet. Nämlich kostet sie genau 1 Million. Und so sieht sie aus. Also ich finde sie vom Design her richtig, richtig cool, muss ich sagen. Also sehr gut gelungen. So sieht sie normal aus. Und so sieht sie auf 5 Sterne aus. Einfach mal so eine Sternetür. Wie cool ist das denn, oder? Das finde ich echt mega cool. Ja, sie kostet 1 Million, ist ab Level 94 und dauert 4 Tage, sie zu bauen. Wir werden uns aber diese Maschine im Montags-Livestream direkt holen und dann kann ich euch auch direkt alles zeigen. Mit der Maschine kommen auch wieder 3 neue Produkte, die zeige ich euch jetzt. Insgesamt gibt es 4 neue Produkte in diesem Update, 3 zeige ich jetzt, also ich zeige euch alle 4, aber jetzt erstmal die 3 von der Töpferei. Das ist das erste, das ist die Teekanne. Freischaltbar Level 94, dauert 4 Stunden, gibt 26 XP in der Töpferei und man braucht dafür 3 Lehm, eine Kaffeebohne und ein Golderz. Und in der Stadt kann man es im Kurbad verwenden. Ich finde das Design auch richtig gut gelungen, muss ich sagen. Das nächste ist der Blumentopf. Freischaltbar Level 96, dauert 3 Stunden 40 Minuten, gibt 26 XP, auch in der Töpferei. Man braucht dafür 3 Lehm und eine Sonnenblume. Ziemlich cool. Nächster ist dieses Ding, Becher bzw. Krug. Freischaltbar Level 99, dauert 3 Stunden 20 Minuten, gibt 25 XP in der Töpferei. 3 Lehm, 2 Indigo und eine Pfingstrose. Und man kann es in der Stadt in der Pension benutzen. Genau, und zum nächsten neuen Produkt ist nicht in der Töpferei. Das sind jetzt erstmal alle Produkte in der Töpferei. Ich denke mal, da kommt im Laufe des Lebens, sage ich jetzt mal, viele neue Produkte noch dazu. Aber jetzt kommen wir noch zu einem neuen Produkt in der Eismaschine. Das ist folgendes. Das ist Affogato. Da gibt es keine richtige Übersetzung für. Es ist einfach Kaffee mit Eis. Also, und es ist auch in der Eismaschine zu produzieren und man braucht dafür ein Vanilleeis und ein Espresso. Und das kann man auch so in echt kaufen. Also es ist einfach ein Eigenwort, das ist Affogato. Ja, und so viel zu dem Sneak Peek von heute. Morgen 13 Uhr gibt es die restlichen Update-Infos. Da fasse ich heute nochmal kurz zusammen und dann zeige ich euch noch den Rest des Updates und Montag ist es schon da. Ich glaube, keiner hat damit gerechnet. Ich finde es auf jeden Fall mega cool. Ich freue mich echt sehr auf das Update. Und seid nicht so enttäuscht, dass es für hohe Level ist oder dass es jetzt vielleicht nicht so viel erscheint. Im Frühjahr kommt nochmal ein richtiger Banger. Wirklich, also das war eigentlich schon für dieses Update geplant. Ich kann euch noch nichts verraten, aber es ist ein richtig cooles Feature, worauf man sich mega freuen kann. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. To protect your soul.